Grüezi miteinander, ich begrüße Sie recht herzlich zu der neuesten Ausgabe der SVP Litau News. Vor 30 Jahren ist das Alterszentrum Staffelhof gebaut worden. Inzwischen ist es sanierungsbedürftig und auch die Anforderungen an ein modernes Heim sind gestiegen. So ist zum Beispiel die Pflege anspruchsvoller geworden und die Zimmer für die Bewohner sind zu klein. Jetzt plant die Gemeinde Litau die Sanierung des Staffelhof. Mit immer höher werdenden Kostenschätzungen hat die Projektplanung schon im Vorfeld auf sich aufmerksam gemacht. Erst auf 15 Millionen, dann auf 30, 37, 39 und schließlich heute auf bis zu 53 Millionen Franken inklusive Unsicherheitsfaktoren ist das Projekt geschätzt worden. Das hat die SVP Litau veranlasst, das Projekt genauer unter die Lupe zu nehmen. Geplant ist, dass neben bestehenden Altersheimen Neubau aufgestellt werden soll. Wenn der fertig ist, zieht ein kleiner Teil der Bewohner dort ein, während der Rest der Bewohner in Provisorien in der Stadt Luzern muss ziehen. Anschliessend wird der Altbau aufwendig umgebaut. Bei einer genaueren Betrachtung der Kosten fällt auf, dass der Preis pro Bett im Neubau fast gleich hoch ist wie im Umbau. Verglichen mit den Kosten vom Pflegeheim Zunacher 2 in Kriens, wo im Jahr 2004 neu gebaut worden ist, fallen die Kosten sogar wesentlich höher aus. Aus diesem Grund schlägt die SVP Litau vor, anstelle der Sanierung einen kompletten Neubau an einem anderen Ort zu machen. Als Standort kämen zum Beispiel das Grundstück bei der BMX-Bahn oder der Baseballplatz in Frage. Das Gelände ist eben in der Nähe vom Ruppigen-Zentrum und sogar noch ruhiger gelegen als der Staffelhof. Die Vorteile liegen auf der Hand. Die Bewohner können im Staffelhof bleiben, bis der Bau fertig ist und müssten während der ganzen Bauzeit auch nicht unter dem Baulärm leiden. Durch das würden auch die höheren Provisoriumskosten von 2,6 Millionen Franken eingespart. Zudem kann der alte Staffelhof später an einen Investor verkauft werden, was eine weitere Einsparung würde bringen. Als Nutzung kämen zum Beispiel Studentenzimmer in Betracht. Die bestehenden Zimmer haben eine ideale Grösse, eine Sanierung wäre bis auf die Fenster kaum notwendig und auch Gemeinschaftsräume wären in ausreichender Zahl vorhanden. Unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger verdienen eine sorgfältige Planung und eine optimale Lösung. Darum fordert die SVP Litau den Gemeinderat auf, einen Neubau am vorgeschlagenen Standort oder an einem anderen, ähnlich optimalen Ort zu planen, statt einen teuren Umbau zu machen, wo man noch schnell vor der Fusion unter Dach und Fach bringen will. Lesen Sie mehr dazu auf www.svplitau.ch. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.